Level 5, 6, das Sporentrampolin. Wie der Name schon sagt, werden wir hier einfach nur, werden wir hier einfach nur viele von diesen Pilzen finden, von denen wir, ja, abspringen können. Also, irgendwie kein besonderer Mechanismus, irgendwie was Neues, was uns präsentiert wird. Nein, einfach nur so komische Pilze halt, von denen wir abspringen können. So, hier finden wir kein Puzzleteil, aber eine Bananenmünze. Immerhin. Ja, insofern, das ist alles, was man in diesem Level sieht. Sporen halt, von denen man abspringen muss. Ach ja, und diese komischen, die man... die zuschnappen. So. Hier muss man natürlich einen kleinen Sprung machen, um sich nicht zu verbrennen, nicht wahr? So, wenn ich mich jetzt erinnern kann, wo die Puzzleteile alle waren. Seht ihr, das Level ist nämlich so, bleibt einem so wenig in Erinnerung, dass man sowas auch mal vergisst. Ach ja, hier ist nämlich ein Boden, den man kaputt hauen kann. Und hier finden wir unser erstes Puzzleteil. Und um wieder hochzukommen, ist hier ein Sporenpilz. Ein Pilz halt. So habe ich... Naja, egal. Jetzt haben wir hier eine, einen großen Abschnitt mit diesen Sporenpilzen. Wie sollte es auch anders sein? Machen wir mal die beiden hier weg, damit sie sich nicht weiter nerven. Und jetzt holen wir uns das Puzzleteil, ohne bis in die Stacheln zu fliegen. Das wäre natürlich angebracht. Und irgendwie hätte ich die natürlich hier besiegen müssen vorher, um nicht getroffen zu werden. So, ich muss mich mal eben an der Nase kratzen. Das juckt nämlich. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir natürlich nicht in die Stacheln fliegen. Ihr seht, das ist alles ganz standardmäßiger Kram. Nichts Besonderes dabei. Einfach ein bisschen auf Gegner aufpassen und ansonsten rüberfliegen. Und ich will das Herz. Und anschließend, ihr seht, dass das Klettern hier nach oben weiter möglich ist. So, Bananen. Und das war's. So, hier haben wir wieder ein paar Hippos. So. Man kann viermal von denen abspringen. Und, ach ja. Ihr seht, also, man hat eine Menge Chancen, um an dieses Ende oben zu kommen. Außerdem, wenn man alle Hippos runterfallen lässt, kriegt man ein Puzzleteil geschenkt. So nach dem Motto, töte die Hippos, dann schenken wir dir was. Meine Güte, die haben uns doch gar nichts getan. Naja. Und jetzt haben wir hier noch so ein bisschen was, was bei Kletterschaukel der Fall war, aber nur ganz kurz. Ups. Ihr seht aber schon die Bananenspur, die nach hier unten führt. Und ein Fass, das uns in ein Bonuslevel schießt. Und das ist das relaxte Bonuslevel, wo man zweimal hin und her schießen kann, um alles einzusammeln. Sehr gut. Okay, am Ende musste ich ein bisschen gucken, wo ich schieße, um die beiden letzten Bananen einzusammeln. Um nicht aus Versehen im Fass zu landen, weil das will man ja nicht, nicht wahr? War eins... Nee, war nur ein Herz, okay. Ach ja, okay, ich weiß. Alles klar. Muss man hier ein bisschen aufpassen, natürlich. Um nicht wieder in den Stacheln zu landen. So, und jetzt haben wir hier eine Kombination aus Pilzen und Hippos. So, dem Hippo müssen wir tatsächlich viermal draufspringen, damit wir es rechtzeitig schaffen. So, wir können hier vom Hippo abspringen. Oder aber, ihr seht da unten ja diesen Baumstumpf. Kommt dann Pilz raus, wenn man draufschlägt. So, aber was wir machen wollen, ist hier rüberfliegen, damit wir das G kriegen. Und ihr seht schon, ein Puzzleteil ist hier. Und das nächste Puzzleteil ist auch in diesem Abschnitt. Ups. Nämlich da unten. Und jetzt heißt es einfach nur nach oben. Irgendwie.
Es geht einmal nach links und jetzt geht es... es ging erst nach rechts, dann ging es nach links und jetzt müssen wir hier hoch und da ist auch schon das Fass. Ihr seht, das Level war nicht wirklich was Besonderes. Das war einfach nur da. Insofern, naja. Wir haben es hinter uns gebracht, was soll's. Das gehört halt dazu, aber... Ich find's ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Okay, dafür wird das nächste Level, glaube ich, ein bisschen lustiger, denn da geht es ums Lianengehangel.